Tankstelle bei der ersten Vorbeifahrt an dem Radlader die erste Schippe auf den Buckel. Dann fährt der SKW weiter und fährt erst jetzt in die eigentliche Beladungsposition und wird von dem Radlader ein zweites, drittes und bei uns hier ein viertes Mal beladen. Vier Ladespiele mit 988K auf das System 988K 772. Sie werden sagen, ja, die 988K kenne ich, den SKW, den 50-Tonner SKW kenne ich noch nicht. Die 988 lädt auch normalerweise auf 775, auf unsere 60 oder vielleicht 65-Tonner SKWs. Sehr richtig, dann macht sie 6 Ladespiele, 5 oder 6 Ladespiele auf den SKW. Und dann hat sie ein langes Hubgerüst, das 4,25 Meter lang ist. Damit kommt sie sehr gut auf den SKW, auf die 775 hoch. Hier haben wir aber ein eigentlich sogar noch besseres System, etwas kleineres System. Der 772 ist etwas kleiner. Und deswegen reicht uns ein kürzeres Hubgerüst. Dieser 988, so wie Sie sie hier live auf der Steinexpo 2011 sehen, hat ein Hubgerüst mit der Länge 3,88 Meter. Dadurch wandert der Schwerpunkt der Maschine ein wenig nach hinten, mehr in den Mittelpunkt. Und wir haben mehr Stabilität in der Maschine, gerade bei diesem Hauptwerk, bei diesem Basalt hier, mit einem Schüttgewicht von ca. 1,8 Tonnen pro Kubikmeter. Gerade bei diesem Hauptwerk kommt uns das zugute. Und sehen Sie mal, auch mit diesem etwas kürzeren Hubgerüst, 3,88 Meter, kann ich immer noch wunderschön auf diesen SKW laden.